Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Monster Hunter. In der letzten Folge wurden wir wieder mal... Oh, ich kann ihn wieder benutzen. Umgenietet. Wurden wieder ungenietet. Was können wir denn hier machen? Im Lager gibt es 5 Einrichtungen. Nutze sie, um dich auf die Jagd vorzubereiten. Das Zelt, die Vorratstruhe. Okay. Alles klar. Hier kannst du deine Waffen und Ausrüstung wechseln. Ich habe das Gefühl, dass ich mich heute gut geschlagen habe. Hoffentlich nimmst du mich auf die nächste Exkursion wieder mit. Au. Aber natürlich, kleine Teasy. Gut, ich würde sagen, wir gehen hier wieder raus und machen den Tobi ein bisschen fertig. Oh, das nehmen wir gleich mal mit, diesen Pilz. Nehmen wir auch mal mit. Und ziehen uns eine Runde an. Wenn die Wirkung eines deiner Spezialwerkzeuge aufhört, leg es vorerst aus der Hand und benutze es später wieder. Der dürfte uns ja eigentlich nicht sehen. Nur ein Trank? Ernsthaft? Ich wollte gerade ausweichen. Danke, kleine Teasy. Alter, ist das wie Agro. Das kommt viel. Ich bin schon wieder ohnmächtig. Das Vieh haut mich aber auch weg. Also an diesem Vieh werden wir eindeutig ein bisschen länger hängen. So, 2 Tränke haben wir. Das können wir leider nicht nehmen. Den können wir auch nicht mal nehmen. Das hat wunderbar funktioniert. Weiter draufhauen. Teasy. Ja, Teasy, du hast es umgenietet. Ich bin stolz auf dich. Verdammt daneben. Das Vieh fängt an zu sappern. Komm her, du dickhäutiges. Blödes Fidu. Ich
renne ich weg. Ich nehme mal kurz den Bettstein. Haben wir sonst hier irgendwas? Okay, das kann ich anscheinend nicht mal einsammeln. Ich würde gerne noch ein paar Kräuterpflanzen holen. Kann ich nicht einsammeln? Das Vieh ist in die Richtung. Nach oben? Das hatte ich jetzt voll übersehen, dass man hier nach oben gehen kann. Kommt so ein dickes Ding dahin. Jetzt können wir eh nicht einsammeln. Gut, dann machen wir einen auf Tarzan. Oh, da ist es doch. Ah, nee, den kann ich immer noch nicht benutzen. Pflanzen können wir auch nicht benutzen. Oh, das Vieh ist aber schnell unterwegs. Ich hätte die Liane nehmen sollen. Oh, was haben wir denn hier? Nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch mit. Das Vieh läuft. Nein, verdammt, falscher Knopf. Oh. Wieso, wo sind meine ganzen Tränke hin? Es sieht sehr geschädigt aus. Und lauf. Oh, warte doch mal. Ich bin... Au. Easy. Immer schön auf die Käse drauf. Dass die Heimattacken immer weggehen. Jetzt bin ich wieder paralysiert. Nimm! Geh auf so saufen und nimm! Aua! Ich bin betäubt. Jetzt bin ich mit dem Tinnitus VO.
Eieiei. Oh, das ist doch nicht wahr. Exil dich doch mal kurz auf den Kater. Katze. Daisy! Vielleicht bin ich ausgenockt. Das Vieh kämpft dem Tode nahe. Ich sehe da auf jeden Fall ein Totenschädel über seinen Beta mitrennen. Das heißt, wir haben ihn auch gleich. Da kommt er ja wieder zurück. Hallo. Bleib doch mal stehen, du. Na, weißt du. Dann kann ich ja eigentlich nebenbei. Na komm, mach. Schön, dass ich mich jetzt irgendwie freue, irgendjemanden kennenzulernen. Haben wir hier. Mach doch mal. Ich bin runtergesprungen. Läuft bei mir. Hoch. Hoch mit dir. Danke, dass du jetzt erst die Attacke machst. Kommt gut. Ja, dann sauf ich mir erstmal noch eins. Ernsthaft? Er nimmt nie diesen. Oh. Gehen wir zurück und berichten es dem Chefbotaniker. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Von denen möchte ich die Rüstung haben. Das war ja übel. Aber wir haben das Vieh ziemlich gut hinbekommen. Für die Verhältnisse. Das nehmen wir auch mal. Naja, lassen wir erstmal hier. Ich will doch den Käfer haben. Okay, ich glaube, den Käfer bekommen wir nicht mal wieder. Sehr schön, da haben wir den Tobi einfach mal kalt gemacht.
Wir nehmen natürlich alles mit. Wir haben irgendeine Rüstung bekommen, glaube ich. Sah jedenfalls so aus. Oder auch nicht. Du bist einfach hammermäßig. Oh, werte Jägerin, ich könnte dich küssen, bitte lass es. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge zu nutzen zu können. Da fällt mir ein, ich habe den Samen eines uralten Baums gepflanzt, mehr aus Neugier, aber dieses Mal ist der Samen aufgegangen. Sie sind etwas Besonderes, denn sie greifen auf das umliegende Lehm zurück, was? Um zu wachsen und vielleicht ein wenig Dünger. Ich erspare dir die Details. Worauf ich hinaus will, gibt es Objekte, die du besonders oft benutzt? Tränke. Vielleicht kann ich die Eigenschaften des Baums nutzen und ein wenig Dünger, um mehr von denen wachsen zu lassen, was du brauchst. Jäger der Fünften, komm zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Gewiss, sofort. Ich will erstmal Getränke haben. Wird ständig größer hier. Freue mich, dich hier zu sehen. Du hast unsere uralten Baum schon gesehen, ja. Da nur dachte ich es. Ja, okay. Ja, Leute, ich überspringe das jetzt mal. Anbauen. Kräuter. Kräuter bestätigen. Gut, das haben wir ja. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Ich will nochmal gucken, was für Rüstungen wir bekommen haben. Servus. Ja, okay, das überspringe ich mal auch. Zwar sappelt er uns auch mit irgendwas voll. Ausrüstung, nein, Waffe wollte ich nicht. Rüstung wollte ich. Was ist das denn? Oha. Tadashi, da haben wir das. Das Einzige, was gut aussieht, ist das hier. Lasst mal gucken, ob wir der Teesaufen was Gutes tun können. Ja! Ich habe jetzt nicht auf die Dinger geachtet. Schwingen die da? Das ist so einfach nur ein Mantel. Nimm ich. Ja, das ist... Wie ist das knuffig? Alles für die Katz. Ausrüsten, ja! Der Katze wird doch warm, oder? Element Donner. Es hätte Donner. Hätte aber keine Verteidigung drin. Gut, dann bleibt sie beim Hammer. Ja, schaut sie euch an. Knuffig. Oh ja, leck dich.
Wir müssen zu den jungen Mann runter. Mein Schwert hätte ich aufwerten können, aber egal. So, wo ist er denn? Hier ist er. Guten Tag. Okay. Hey, willkommen zurück. Wir sind mit der Sicherung der Basis fast fertig. Wir müssen nur noch eine Sache erledigen. Ganz genau, dein alter Kumpel, der Anjanat. Bevor wir versuchen, den Sora Magdarus zu fangen, müssen wir diesen Anjanat erledigen. Darf uns nicht in die Quere kommen. Das ist ein starker Gegner, sei auf der Hut. Ach ja, und der Koch hat noch gesagt, dass ihm Essen vor der Jagd ab sofort Miauzer gewöhnlich viel Protein ist. Was? Ich glaube, den Joke verstehe ich nicht. Was immer das auch heißt. Ja, meint, das würde dir bei der Jagd helfen, wie dem auch sei. Schau nachher mal in der Kantine vorbei, dann wirst du schon selbst sehen. Ein so starkes Monster wie der Anjanat wird dich einfach so erlegen sein. Wird einfach nicht so erlegen sein. Hä? Scheiße. Denk an alles, was du gelernt hast. Halte nicht zurück! Was habe ich denn gelernt? Zu sterben, ne? Dieses Ziel hat oberste Priorität. Setz alles ein, was du zur Verfügung hast und hau dem Kerl ordentlich eins auf die Mütze. Es wird Zeit, den Schutz der Basis abzuschließen. Sie sieht knuffig aus. Guckt sie euch an. Ich hab ihre Kleidung. So bleibt sie. Und wir gehen erstmal zu der Kantine. Kantine. Maestro. Seit der Wanderung ist die Arbeit hier in der neuen Welt noch härter geworden. Das bedeutet, dass du auch härter werden musst. Die alte Kantine sah langsam alt aus. In meinem Haus gibt es keinen Stillstand, nur Fortschritt. Also habe ich etwas die Pfoten spielen lassen und jetzt gibt es alle möglichen neuen Mahlzeiten in der Kantine. Mehr Auswahl alten Mahlzeiten vor der Jagd bedeutet, du hast mehr Optionen, Monster einzuheizen. Für alle ein Gewinn, außer die Monster. Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im uralten Wald. Dann wird unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines großen Chakras. Ist die Katze da hinten kugelt? Kümmere dich darum, dann bekomme ich die Waren in meine Pfote. Lass mich nicht hängen. Miau. Alles klar, das war eine Mission. Easy! Ja, du knuffiges, kleines Ding, du! Questschalter. Also, Partner, der letzte Schritt zur Sicherung der Abwehr von Astera ist die Ausschaltung des Störenfrieds Anjanat. Wir packen das! Jawohl! Es war ein furchtbares Monster, aber du schaffst das. Ich meine, er sieht wie ein großer Bausch Zuckerwatte aus. Ich will die Rüstung davon für die Tesi. Mit scharfen Zähnen. Oh, gut. Na, yippie-yay. Dann wollen wir mal ins Getümmel stürzen. Wie immer nur eine Person, denn ich bin alleine. Ich hätte mir vielleicht was mitnehmen sollen, aber egal, wir probieren es so. Oder kaufe ich hier? Wartet mal. Schmiede ist ja da drüben. Aber die Verteidigung geht runter. Na, ich lasse es erstmal so. Ich glaube, mit dem Hammer kommt sie sehr gut durch. Hoppala! Hallo! Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis, indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Jo, alles klar. Und ich würde sagen, ihr Lieben, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.